Ich bin Maria von Raw Food und heute möchte ich dir mal wieder zeigen, was meine mittlerweile vierjährige Tochter Laurella so an einem Tag isst. Ich habe das so Cheating Day in Anführungsstrichelchen genannt, weil sie ja sonst doch viel mehr frisches Obst und Gemüse isst, da war heute nicht so viel dabei. Aber ich will dir einfach auch mal Tage zeigen, wo sie sich gesund vegan ernährt, auch mit einiger Kochkost. Und ich finde das jetzt nicht ungesund, sondern es ist trotzdem ausgewogen und reich an Eiweiß und Proteinen, an Eisen, an Kalzium und allen Nährstoffen, die sie so braucht. Und wenn auch du einen Tipp haben möchtest, wie du weißt, wie du deine Kinder optimal mit Nährstoffen versorgst und natürlich auch dich, dann kann ich dir unseren Nährwertcheck empfehlen. Der ist jetzt nämlich endlich fertig gedruckt. Schau mal in der Videobeschreibung vorbei. Da findest du den Link dorthin, denn dort siehst du, welches frisches Obst und Gemüse du essen kannst und auch deinen Kindern geben kannst, damit ihr auch optimal mit all den wichtigen Nährstoffen versorgt seid. Das also nur am Rande. Bevor ich dir jetzt zeige, was Noralle alles so gegessen hat, möchte ich dir noch mal so ein paar Tipps zeigen, und zwar das Brot, das ich ihr gemacht habe morgens. Das hole ich mir im DM oder Rossmann, ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube fast, ist es Rossmann, und zwar ist das glutenfrei und auch laktosefrei, und das ist auf der Basis von Mais und Reis gemacht, sowohl Leinsamen als auch Sesam. Und das sind ganz leckere Brötchen. Da schneide ich ihr dann so drei Scheiben draus. Das habe ich mir jetzt auch als Vorrat gekauft. Die findet Lorella sehr, sehr lecker. Die isst auch meine Mama sehr gerne. Da habe ich auch immer mal was zu Hause, wenn mal jemand bei uns schläft. Also das nur so als Tipp, weil ich ja auch immer wieder gefragt werde, gibt es denn nicht mal was, was man jetzt nicht online bestellen kann, sondern einfach im Laden. Das habe ich. Und dann habe ich noch, und zwar, das habe ich jetzt nicht im Video gezeigt, aber Lorella bekommt auch jeden Abend von mir eine Paranuss für das Selen. Und da nehme ich nicht irgendwelche, weil da habe ich jetzt wirklich den Unterschied kennengelernt, sondern da nehme ich die von Top Fruits, die verlinke ich dir auch mal unten. Die habe ich im Glas im Kühlschrank, weil hier steht extra kühl, gekühlt lagern. Und das ist nicht nur ein Geschmack, sondern auch ein Qualitätsunterschied. Und wenn du die mal kostest, dann wirst du wissen, was ich meine. Und das ist wirklich ein Wildwuchs aus den Urwäldern Boliviens. Und ich kann dir das nur von Herzen empfehlen. Und dann hat Laurella auch nachmittags noch einen Snack gegessen. Den kann ich dir hier mal einblenden gleich mal. Und zwar sind das diese gefriergetrockneten Pfirsiche von Akoo. Und ich sag dir, ich habe eine neue Schwäche. Bisher waren es ja die Drachenfrüchte, aber diese Mangos. Und ich hatte denen dann so eine Schale hingestellt. Und meine Mama war auch da. Und die sagte, oh, ich konnte nicht mehr aufhören. Laurella meinte, Oma, du wolltest doch gar nicht mehr. Und das sagt meine Mama so, ach, Laurella, wenn die da so stehen, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Und Laurella hat auch so ein, zwei Fix, war so eine ganze Schale weg. Also fand ich jetzt auch so einen relativ gesunden Snack und kann dir die vom Geschmack einwandfrei nur empfehlen. Dann genau, hat sie abends auch einen Pastasalat gegessen. Wir hatten abends jetzt Besuch mit Freunden. Da fand ich das jetzt nicht so passend, die Kamera noch mit rauszuholen. Ich blende dir dann da, wenn ich dir das zeige, auch ein Bild ein. Und das Rezept für den Pastasalat, das teile ich auch ganz, ganz bald mit dir hier auf YouTube. Also freu dich da schon mal. Dann möchte ich dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen und dir jetzt hier mal zeigen, was Lorella so an einem Tag So, gegessen jetzt ist hat. es 5 Uhr morgens und Lorella ist heute schon ganz früh wach und möchte jetzt einen kleinen Snack aus so einer leckeren Mango. Dann habe ich hier ein bisschen von dem Nährstoff von der Lebensmittelkombination von Startkraft für Kinder, um noch so ein paar Nährwerte reinzumachen und ein bisschen Vanillepulver und das mixt sich Laurella jetzt und dann genießt sie das erstmal als kleinen nächtlichen Snack heute. Dann wurde gemixt und dann haben wir gelesen und genascht. Und dann hat sie sich hier noch einen Tomatendrink gemacht, einen Aufstrich. Das musste unbedingt sein, aber ich lasse ihr da auch immer voll den Freiraum. Das hier, Ja? das ist für dich. Das ist für mich? Ja, Mhm. schmeckt ja lecker. Mhm. Da steht, Mama steht da drauf. Okay. So, das hier ist für dich. Für mich, ja? Ja. Dankeschön. Willst du das essen? Ja. Gut, aber jetzt doch nicht. Jetzt Ich nicht? hole dir einen großen Löffel. Okay. Ja, und dann wurde natürlich von meinem grünen Drink auch noch genascht. Das ist meins. Das darfst du nicht kosten. Nee. Und als wir dann mein Frühstück gemacht haben, hat sie ganz genüsslich die Mangoschale abgeleckt. Naja, Kinder machen, was du machst und nicht, was du sagst. Lecker. Lecker? Lecker. Das glaube ich dir. Lecker. So, und das ist das dann, das Frühstück. Da haben wir einmal, jetzt nehmen wir
unsere Vitamine. Das ist einmal B12 und D3, das K2 habe ich auch noch vergessen. Dann gibt es den grünen Drink, das ist Kokoswasser von Coro mit dem Spirulina. Das kann ich dir auch mal unten verlinken. Dann hat sich Lorella, wollte sich unbedingt Tomaten mixen. Hier sind noch ein paar getrocknete und eingeweicht in Wasser eingeweichte Papaya-Stücke von Süß und Clever, ein paar frische Beeren. Und hier habe ich jetzt den Sojananda-Käse. Das nehme ich so als sozusagen als Butterersatz. Das machen wir dann gleich auf das Brötchen drauf. Das ist dein Aufstrich. Ach so, das ist ihr Aufstrich. Gut. Normalerweise nehmen wir das. Ja, kannst du. Gut. Gut. No. Das ist mein Aufstrich. Das ist dein Aufstrich. Gut. Okay, ja, und normalerweise nehmen wir das als Aufstrich und dann kaufe ich hier ab und zu diesen Käse und den machen wir dann noch oben drauf und das machen wir dann aufs Brötchen und das Brötchen teile ich so in drei Teile, so, und ein Teil wird sie jetzt ungefähr davon essen. Aber das Brötchen ist noch im Ofen und darauf warten wir jetzt noch. Ja, und dann hat sie sich das auch selber geschmiert. Ich lasse sie auch so viel wie möglich selber machen, weil das fördert die Eigenständigkeit. Und dann haben wir in Ruhe Frühstück gegessen, endlich irgendwann so gegen 9. Und dann haben wir uns hier Kartoffelbrei gemacht. Den haben wir gerade vorbereitet und gequetscht. So, und zum Mittagessen gibt es jetzt Kartoffelbrei. Den habe ich gerade mit Lorella schon selbst zubereitet. Und da ist jetzt nur Kartoffel dran. So ein bisschen Hafermilch. Die kaufen wir auch im Bioladen. Ganz bisschen. Ja, ein ganz bisschen Salz. Und dann diese Würstchen, da habe ich diese hier genommen. Die mag Lorella sehr. Ja, die isst sie dazu. Die schmecken fast wie richtige Wiener. Und ja, die essen wir jetzt dazu. Also kannst du sehen, was so drin ist. Die essen wir jetzt nicht so oft, aber ab und zu gibt es die schon mal. Und das lässt sich als Lorella schmecken. Und dazu gibt es noch ein bisschen Gurke und Salat auch noch dazu. Dann machen wir Salat auch noch dazu. Genau, ein bisschen Spinat wolltest du noch dazu haben, ne? Ja, das machen wir gleich noch. Und hier hat sie noch genüsslich den Spinat auf ihren Salat gelegt und dann noch einen kleinen Möhrensnack genommen. Hier sind die gefriergetrockneten Pfirsiche. Das haben wir dann noch gegessen, als Oma zum Spielen vorbeigekommen ist und haben noch ein Puzzle gemacht und ja, mit Oma stundenlang gespielt. Und zum Abendessen gab es dann den Pastasalat, da hat sie auch ordentlich reingehauen und das Rezept teile ich auch ganz, ganz bald mit dir, also freu dich schon mal hier auf YouTube. Ja, das war's, so was Lorella an einem Tag gegessen hat. Eins habe ich auch noch vergessen zu erwähnen und zwar wollte sie nachmittags nochmal einen grünen Drink haben und zwar aus Kokoswasser und Spirulina. Spirulina, welches wir verwenden, kann ich dir auch mal unten verlinken. Kokoswasser weißt du ja, dass ich von der Coro nehme und das kann ich dir mal hier oder da mal einblenden, wie sie das noch gemacht hat. Das habe ich in der Instagram-Story auch für dich mit festgehalten. Ja, das ist also so ein Tag, wenn Lorella sich auch mal ausgewogen vegan ernährt. Wenn auch du wissen möchtest, wo du die ganzen Nährwerte für deine Kinder und auch für dich herbekommst, dann schau, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung und sicher dir einen Nährwertcheck. Ich kann dir das nur empfehlen. Und dann möchte ich mal von dir wissen, wie ernährst du deine Kinder, wie machst du das mit denen, was gibst du denen so als kleinen Snack zwischendurch, hast du vielleicht noch ein paar Tipps, so vegane Höhepunkte, die ihr gerne magt, die du gerne magst, vielleicht auch das ein oder andere Rezept, da würde ich mich super doll drüber freuen. Dann hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat, wenn ja, zeig mir das auf jeden Fall und ich freue mich noch mehr, wenn wir uns im nächsten Video ganz bald wiedersehen und sag bis dahin, alles Liebe, lass es rocken, deine Maria.